Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt. Tag und Nacht am Ballermann. Wir sind Playa Olica, Malle jedes Jahr. Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Heute ist Mittwoch, der 8. Mai 2024. Wir sind wieder unterwegs auf Mallorca an der Playa de Palma bei rund 22, 23 Grad haben wir. Tagsüber waren erstmal ein paar Wölkchen unterwegs. Mittlerweile kommt die Sonne doch viel mehr raus und ja, sehr angenehm. Kaum Wind, so lässt es sich doch aushalten. Ja, gestern Abend hat es auf einmal irgendwie doch noch geregnet und ein bisschen gewittert. War so gar nicht vorhergesagt. Ich hatte meine Wäsche extra draußen hingestellt, weil ich dachte, ja, bleibt trocken. Ja, Pustekuchen, ne? Aber egal, ist nichts passiert. Alles halb so schlimm. Ja, jetzt sind wir gleich halb sieben, ja, wir haben, ja, Viertel nach sechs haben wir am Abend. Ja, was machen wir heute? Obligatorisch. Die erste Anlaufstelle ist immer Latino. Für mich dann geht es um 20 Uhr in den Bierkönig zum Zipfelbuben. Oder der Zipfelbube nennt er sich mittlerweile. Er macht das immer mit alleine. Die haben sich scheinbar getrennt. Ja, ansonsten danach noch Fußball gucken. Die Bayern spielen heute gegen Real Madrid. Dortmund ist gestern ins Finale eingezogen. Glückwunsch an alle Dortmunder. Und dann schauen wir mal, ob die Bayern das heute auch schaffen. Wäre schön, so ein deutsches Finale wieder zu haben. Ja, wo wir bei den Auftritten gerade waren, mal die anderen Auftritte durchgeben. Und zwar im Oberbayern haben wir heute Pepe Palme, Hannes, Melanie Müller und im Bolero Tanja Lasch. Im Bierkönig heute Rick Arena und Marlin Brown. Wie gesagt, der Zipfelbube. Und dann um 1 Uhr noch Tobi. Im Megapark heute Samu, Almklausi, Lorenz Büffel, die Atzen und zwei Engel und Charlie. Kenne ich nicht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwie DJ. Noch nie gehört. In der MK Arena Jan Grün und Tobi Torpedo. Ja, wo wir gerade bei der MK Arena sind, war gestern richtig, richtig nice. Klaus und Klaus waren da, für alle, die sie kennen, an der Nordseeküste. Ja, hat richtig viel Spaß gemacht. Danach war ich dann nochmal im Bierkönig beim Tim Toupet, dann noch bei Icke Hüfgold. Ja, gegen halb vier war ich schon ungefähr im Bett. Heute müssen wir ein bisschen Piano machen. Das heißt, nach dem Fußball wird es wahrscheinlich ins Bett gehen, weil morgen ist Vatertag, Herrentag. Da macht Suffgeschwader wieder so eine kleine Party unten am Strand. Und das fängt dann so gegen 12, 13 Uhr an. Ich habe mir dann überlegt, morgen um 12 Uhr den Auftritt im Bierkönig nehme ich noch mit. Ich weiß aber nicht, wer da ist, aber macht ja nichts. Und dann geht es an den Strand zum Suppgeschwader. Ja, das war's fürs Erste. Ich mache mich weg. Wir laufen noch mal ein paar Meter hier den Strand lang, beziehungsweise hier an der Promenade lang. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Grüße gehen raus an alle. Und für alle, die das Video erst morgen gucken können, weil ja, ich lade es erst morgen hoch. Allen einen schönen Vatertag, schönen Herrentag. Habt viel Spaß und ja, trinkt einen für mich mit. Wir sehen uns, bis später. Adios. Ja, und das Wetter soll jetzt auch die nächsten Tage erstmal konstant gut bleiben. Viel Sonnenschein, Temperaturen so um die 22, 23 Grad. Noch keine große Sommerhitze in Sicht, aber muss ja auch nicht sein. Ne? Wir haben immer noch, ja, Anfang Mai. Solange es nicht regnet, nicht stürmt. Sehr gut auszuhalten. Ja, und ich wurde heute gefragt, ist schon Strandwetter? Ja, an Strand könnt ihr gehen. Wassertemperaturen sind so ungefähr bei 17 Grad. Ja, das Video ist gestern doch wieder lang geworden, 45 Minuten glaube ich. War doch sehr viel mit vier Auftritten, war eigentlich gar nicht so geplant, aber ist halt manchmal so. Deswegen hing ich auch wieder zu Hause ganz lange fest mit Videos schneiden. Aber schätze mal, heute wird es ein bisschen kürzer. Wie gesagt, morgen früh aufstehen.
Ja, und die Sonne knallt da ordentlich. Kommt man schon ins Schwitzen. Hey. Nochmal die Info zur Bimmelbahn. Der Preis beträgt 5,50 Euro. Eine Fahrt von Can Bastia bis nach Arenal dauert so rund 19 Minuten, je nach Verkehr. Ja, dann machen wir jetzt hier mal einen kleinen Break. Dann geht es jetzt für mich ins Latino und später dann mal in den Bierkönig zum Zipfelbube. Wir haben es gleich 20 Uhr, auf geht's vom Latino jetzt Richtung Bierkönig, ab zum Auftritt von der Zipfelbube. Und um 21 Uhr heute macht der Bierkönig Keller auf, den zeige ich euch gleich mal zumindest von außen. Und dann gehen wir heute Abend auch mal kurz rein und schauen, wie das dann innen so aussieht. Also dann schon mal viel Spaß beim Auftritt von der Zipfelbube. So, also hier hätte man jetzt gleich den Partykeller vom Bierkönig. Noch sind die, ist das Rolltor unten und da gehen wir dann später mal rein. Jetzt geht es aber erstmal in den Bierkönig zum Zipfelbuben. Thank you.
20.44 Uhr, das war jetzt der Auftritt von der Zipfelbube im Bierkönig. Die Sonne ist untergegangen. München. 1:1. Es gibt einen Spanier, Gabriel hier da hinten, der freut sich. Klares Foulspiel. Klares Foulspiel. Wir sind jetzt gerade hier vorm Latino. Die Bayern führen 1:0. Es sind noch ungefähr ja, so 8 Minuten zu spielen. Ich gehe mal eben in den Bierkönig rüber und dann schauen wir mal, wie die Stimmung gleich da ist beim Abpfiff. Im Moment ja 1:0 für die Bayern. Mal gucken, ob es so bleibt. Ja, der Bierkönig Partykeller hat mittlerweile geöffnet. Da gehen wir gleich rein. Jetzt gucken wir uns noch mal kurz den Rest vom Bayern-Spiel an. So, hat nicht was los hier, ne? Also, ja, morgen Feiertag. Vatertag, Herrentag, Christi Himmelfahrt. Eins zu eins, Real Madrid hat das Tor geschossen. Das 2:2 gemacht, Videobeweis in der 112 Minute.
Bierstände sind ausgeschieden. So langsam leert sich auch der Bierkönig, der war echt gut gefüllt. Und wir gehen jetzt hier gleich mal rein in Partykeller. Ja, ich schätze mal, so viel wird da jetzt noch nicht los sein, aber schauen wir mal, ne? Ab geht's mal rein in den neuen Partykeller vom Bierkönig. So, gerade mal ganz kurz im Partykeller gewesen, natürlich noch nicht so viel los, weil ja, gerade Fußball gewesen. Ich kriege jetzt noch einen kleinen Absacker hier im Latino und dann geht's gleich auch für mich nach Hause, weil, wie gesagt, morgen früh ist Vatertag, beziehungsweise ja, morgen ist den ganzen Tag Vatertag. Und dann geht's ab 12 Uhr weiter im Bierkönig mit dem ersten Auftritt. Wer da ist, weiß ich ja gar nicht, aber lasst uns überraschen und dann geht's an den Strand mit dem Suffgeschwader. Gleich 20 vor 12, wir sind gerade hier vorm Latino, erstmal Feierabend hier und ich wollte euch ja den Zebrastreifen zeigen, ne? Den haben sie gestern so toll gemacht, also man sieht nichts, ne? Also ja, könnte auch sein, als wenn er schon 3 Jahre lang hier gewesen wäre, also das ist echt Wahnsinn, was sie hier machen. In der Nacht- und Nebelaktion wird hier einfach mal der Zebrastreifen gemacht. Aber man sieht halt einfach nicht, dass es wirklich gemacht wurde. Sorry. 23:45 Uhr, das war jetzt der Zebrastreifen am Latino. Ja, sag ich ja sonst immer, wenn ich schon am Auftritt rauskomme, das war der Auftritt so und so. Das war jetzt der Zebrastreifen. Ich weiß echt nicht, was die hier machen. Da sprühen sie in der Nacht- und Nebelaktion den Zebrastreifen hin. Und der ist nach ein paar Stunden ist er versaut, verhunzt wie vorher. Oh, Junge, 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 lustig. Ja, wir haben gleich, was habe ich gesagt, 5:12 Uhr. Bayern haben verloren. War fast so wie damals gegen Manchester war das, glaube ich, ne? 99. Kurz vor Ende, ja, 1:0 geführt, am Ende 2:1 verloren. Dieses Jahr wieder genauso. Nicht ganz so in der Dramatik, aber oh, da hatten sie noch ein Tor geschossen, aber das war, glaube ich, abseits dann. Ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, Bierkönig. Ja, also, ich habe ja gesagt, heute ein bisschen Piano, deswegen geht es zeitig ins Bett. Wobei zeitig ist auch schon wieder eigentlich viel zu spät. Morgen um 12 Uhr will ich im Bierkönig sein. Ich muss jetzt gleich noch was essen. Am besten noch direkt die Videos schneiden, weil sonst hänge ich morgen die ganze Zeit fest, falls irgendwie da was ist mit Musik-Urheberrecht. Ja, egal. Vorsicht. Ja. Ja, am besten jetzt erstmal schnell was essen. In der Zwischenzeit die Videos schneiden, damit ich morgen um spätestens 12 Uhr im Bierkönig bin. Dann Vatertag feiern morgen mit Suffgeschwader etc. am Strand. Das wird auf jeden Fall ein sehr langer, harter Tag. Aber Bierkönig war voll, ne? Also war sehr gut gefüllt. Aber auch nach dem Spiel sind wieder sehr viele rausgegangen. Ja, zum Fußball waren sie alle da. Aber leider macht der Bierkönig auch während des Spiels keinen Ton an. Für alle, die Fußball mit Ton gucken wollen, im Latino haben wir jetzt Fußball geguckt mit Ton. Ich glaube im Kindle, Deutsches Eck oder so, so die Restaurants, Kneipen, die machen dann eher mit Ton. Aber ja, im Bierkönig war dann halt ohne Ton. Für alle, die halt Fußball gucken wollen mit Ton, ist es dann vielleicht ein bisschen besser, woanders hin auszuweichen. Ja, da würde ich sagen,
ich habe aber was zu tun. Ein bisschen im Zeit-Terminstress. Ich meine, ich mache mir den immer selber, weil ich will euch ja immer die Sachen direkt präsentieren, so schnell wie es geht, und versuche alles hier bestmöglich abzudecken. Also, gute Nacht, buenas noches und tschüss. Bis morgen. Adios.